Ja, das Logo von Wurst Wilke, das prangt hier immer noch am Fabrikgelände in Twistetal-Berndorf. Aber nach dem Gammelfleischskandal 2019 liegt das Gelände ja brach. Die Firma ist insolvent. 30.000 Quadratmeter groß ist das Fabrikgelände von Wurst Wilke. Und jetzt gibt es eine neue Perspektive. Die Gemeindevertretung hat gestern Abend beschlossen, das ganze Areal, das sich ja mittlerweile im Besitz der Gemeinde befindet, das soll zurückgebaut werden. Und hier könnte dann einmal Wohnraum entstehen, hier auf dem Wilke-Gelände. Ich habe nachgefragt bei Twistetals Bürgermeister Stefan Dittmann, was das für die Gemeinde bedeutet. Für uns bietet diese ganze Flächenentwicklung oder die Neustrukturierung, wie sie jetzt nach der Machbarkeitsstudie geplant ist, Chancen und Risiken. Chancen insofern, dass wir eben das ganze Areal neu entwickeln können im Sinne der Gemeinde Twistetal, im Sinne des Ortes. Hier wird über Wohnbebauung, neue Ansiedlung von Gewerbe, vielleicht auch soziale Infrastruktur nachgedacht. Das dient natürlich dem Ort, das dient der Gemeinde. Es bleiben aber eben auch die Risiken noch bestehen. Kann die Gemeinde das finanziell stemmen? 5,1 Millionen Euro, so der Beschluss gestern Abend, sollen im Haushalt zur Verfügung gestellt werden, um die Fläche rückzubauen und das Areal neu zu entwickeln. Und das ist für eine Gemeinde mit rund 4.300 Einwohnern mit einem Haushaltsvolumen von 8,5 Millionen Euro pro Jahr natürlich eine Riesenaufgabe. Ja, die Planung sieht vor, dass dann im kommenden Jahr mit den Abrissarbeiten begonnen werden kann. Ja, und dann geht sie los, die Suche nach einem Investor, der das Gelände dann hier bespielt. Aber Bürgermeister Stefan Dittmann, der ist sich sicher, dass dann hier ein ganz neues Areal, ja, mit einem ganz neuen Gesicht entsteht.